Jahren. Bekannt geworden auch von Yvonne Katterfeld, die das beim Tauschkonzert gesungen hat. Morani selbst hat über dieses Lied geschrieben: Man jagt immer was hinterher, einem Ideal, was man meistens dann auch gar nicht erfüllen kann. Und ich fand es halt irgendwie lustig, sich ein Lied, praktisch mir selbst ein Lied zu schreiben, das ich mir immer anhören kann, wenn ich in so einer Situation bin. Er rückt damit die Hoffnung aus, dass auch schwere Zeiten vergehen. Und ganz klar ist die Aufforderung, nicht so hart zu sich selbst zu sein. Das hört sich für mich, klingt da der biblische Spruch an, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei nicht so hart zu dir selbst. Wenn der Sinn von allem sich nicht zeigt, da die Lieblichen schlafen, geh und schlaf du mit ihnen.